Wir stehen im Reich von Siegfried Rasser auf den höchsten Gipfeln des Rauriser Skigebiets. Was habt ihr denn für Pistenkilometer und wie viele Lifte stehen denn da den Skifahrern zur Verfügung? Ja, wir haben also variierend von blauen Pisten bis zu den schwierigen Pisten im schwarzen Bereich haben wir ca. 30 Pistenkilometer zur Verfügung, wobei 80% davon auch maschinell beschneit werden können. Die Liftanlagen, wir haben zwei Gondelbahnen, eine 6er und eine 8er Gondelbahn. Die 8er Gondelbahn bringt uns auf fast 2200 Meter Höhe. Wir stehen fast am Gipfel dieser Gipfelbahn, wie der Name schon sagt. Von den Pisten selbst her, wir haben eine FIS-homologierte Piste, auf der dieses Jahr dieses FIS-Telemark-Weltcuprennen stattgefunden hat. Und dann haben wir aber genauso gut eine Babywiese, einen Übungshang, bei dem die Anfänger bestens zufriedengestellt werden. Und der flotte Skifahrer hat ja oben bei den beiden Talabfahrten, Schwagerberg und Kreuzboden, auch zum Auslangen. Ihr seid ein sehr familienfreundliches Skigebiet, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Was ist denn geplant? Kann man da schon ein bisschen was verraten, ob irgendwie ein Ausbau ansteht oder mehr Pisten? Ja, Ausbau ansteht. Natürlich sind wir höchst motiviert, unsere Qualität noch mehr zu verbessern. Wir haben einen Doppelsessellift und einen Schlepplift. Das wird unser nächstes Ziel sein. Hängt natürlich von den wirtschaftlichen Zahlen und Gegebenheit in der Zukunft ab, hängt von der Bettenentwicklung ab, massiv natürlich, aber wir sind in Planungen und wir denken natürlich in die Zukunft. Es ist jetzt schon Frühling, man sieht es, der Schnee ist zwar noch top in Verfassung, aber wird schon ein bisschen musig. Wie lange kann man denn bei euch Skifahren? Wann beginnt eure Saison und wann endet sie? Ja, wir beginnen meistens so eine Woche vor Weihnachten und hören dann eine Woche nach Ostern, schließen wir dann die Bahnen. Genauso in diesem Jahr. Dieses Jahr schließen wir am 11. April und momentan, muss man sagen, werden wir das ganz locker erreichen mit den Schneequalitäten, auch im Tal, auf der Übungswiese und auch, so wie es ausschaut, die Talabfahrten. Wir haben da massiv produziert natürlich im Vorfeld und jetzt zeigt sich das, dass sich das ausgezahlt hat. Ihr bietet natürlich nicht nur für die klassischen Skifahrer auf der Piste was an, sondern auch für Snowboarder, Freeskier. Seit dem Jahr gibt es einen Nugget Park, oder? Was ist das genau, um was handelt es sich? Ja, Nugget Park ist an und für sich nichts anderes wie ein Funpark. Nur haben wir ihm den Namen Nugget Park gegeben in Bezug auf Rauris, das goldene Tal der Alpen, unsere Goldgräbergeschichte. Und so dachten wir, ja, Nugget würde nicht schlecht passen. Passt gut. Und am Border Cross ist auch dabei, oder? Wen sehen wir jetzt da gerade im Hintergrund? Ja, im Hintergrund seht ihr gerade das British Army Snowboard Team. Die sind jetzt dann 14 Tage da in Rauris. Die machen einen Erholung und Relax-Aufenthalt. Die kommen nur von einem Afghanistan-Einsatz. Also denen gefällt es bestens in Rauris und die machen da gerade eine interne Ausscheidung am Border Cross. Und wer ein bisschen abseits der Piste fahren will, kommt auch nicht zu kurz bei euch, oder? Ja, inoffiziell sind wir weit unbekannt aus eines der schönsten Freeride-Gebiete. Also der Freerider hat abseits der gesicherten Pisten auch seine Berechtigung bei uns. Natürlich immer wieder achten auf die Lawinenhinweise. Unser Skigebiet und auch das Gebiet abseits der Pisten wird immer wieder von den Lawinenkommissionen beurteilt, wird freigegeben oder nicht freigegeben. Wir haben da die Lawinenwarntafeln, da muss ich natürlich sagen, bitte immer darauf achten, was da angegeben ist. Und nur mit dem Pieps abseits der Piste fahren und der Osthang ist ein kleiner Geheimtipp, oder? Der Osthang ist natürlich ein Geheimtipp für Einheimische sowieso und natürlich auch für die Gäste, wobei man da natürlich schon sehr gut zu Ski sein muss. Also ja, aber dafür macht es dann umso mehr Spaß, oder? Dafür macht es dann umso mehr Spaß. Also da kann man natürlich schon als Snowboarder ein bisschen auf Speed fahren, weil er schön lang ist und eine gleichmäßige Neigung hat. Also der Osthang ist sicher unser Highlight.